Hallo, hallo, ihr lieben Leute aus dem Internet. Habe ich eigentlich den Hintergrund richtig aufgeräumt? Also aufgeräumt ist was anderes. Ich mache das immer, hier hinten liegt eigentlich ganz viel auf dem Boden und dann schiebe ich das so nach vorne, damit man das von hinten sehen kann. Oh mein Gott, ich habe schon richtig lange kein Video mehr gemacht, wo ich einfach vor der Kamera saß und einfach nur mit euch gequatscht habe. Ich bin heute Morgen aufgestanden und habe das Bedürfnis gehabt, ein Video zu machen und mit euch zu sprechen und euch etwas zu erzählen. Das ist eine Sache, die will ich euch schon ein, zwei Wochen erzählen und ich glaube, einige Leute, besonders die, die mir auf Instagram folgen, weil ich da immer sehr viel von meinem Alltag mitbekomme. Also falls ihr euch, und ich wüsste nicht, warum das so sein sollte, aber falls ihr euch dafür interessiert, was im Alltag von Kevin und mir so los ist, schaut mal bei Instagram vorbei, da kriegt man immer relativ viel mit, weil das immer sehr schnell und unkompliziert ist. Insta-Stories sind so schnell und unkompliziert, ne? Da machst du so zack, erzählst du und fertig ist der Brei. Ja, siehst du zwar nie immer so fancy aus wie jetzt, wobei das auch Schein ist. Ich habe ein schön geschminktes Gesicht, also für meine Verhältnisse, schöne Frisur, habe aber seit 2 Tagen nicht geduscht und trage meine Jogginghose. Meine Mama hat früher mal gesagt, vorne hui, hinten pfui. Aber ich würde sagen, bei YouTubern gilt immer eher oben hui, unten pfui. Boah, das ist super eklig. Das habe ich nicht wirklich gesagt. Das war nicht so gemeint. Ich meinte jetzt die Jogginghose, nicht, da komme ich nicht mehr raus. Ja, Leute, was passiert heute? Ich werde euch heute ein bisschen updaten. Es ist quasi ein Live-Update. Das machen ja YouTuber manchmal so, ne? Ich glaube, ich habe das noch nie gedreht. Ja, weil ihr auch meistens alles mitkriegt, was bei mir so abgeht. Aber in letzter Zeit ist einiges bei mir abgegangen. Das habt ihr nicht mitbekommen und ich denke ein paar Leute von euch wissen so ungefähr, in welche Richtung das bei mir geht, weil sie sehr, sehr fleißig auf Instagram dabei sind und da kann man auf jeden Fall schon so Vermutungen aufstellen, aber so an sich glaube ich, ja, habe ich das noch nicht so richtig durchscheinen lassen, was gerade bei mir abgeht und ich wollte es euch erzählen. Ich werde euch sagen, was geht gerade bei mir ab, was wird passieren. Es ist super krass. Also ich finde es super krass und ich glaube auch viele andere Leute finden es super krass. Es kann sein, dass ihr am Ende dieses Videos denkt, dass ich total geistesgestört bin. Vielleicht findet ihr es auch cool. Ich laber nicht groß drum rum. Ich fange jetzt einfach mal an. Ja, ich habe hier auf diesem Kanal noch nicht groß darüber geredet. Ich habe aber viel auf Instagram darüber geredet und auch in meinem Podcast, dass ich Anfang des Jahres mit Kevin zusammen eine Wohnung gesucht habe. Und wollten halt jetzt aus einer WG raus. Wir wohnen da aktuell zusammen in einer WG mit ganz tollen Leuten und seit 3 Jahren und es ist sehr geil. Und wir wollten aber jetzt mal in eine eigene Wohnung. Ja, und dann haben wir halt nach Wohnungen geguckt und es ist eine ganze Menge nicht schief gelaufen. Mann, wie eine Wohnungsbesichtigung in Berlin halt ist. Also ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber die Leute, die auf jeden Fall in Berlin schon mal eine Wohnung gesucht haben, es ist halt der Horror. Es ist echt der Horror. Es ist super schwierig, eine Wohnung zu finden. Du hast teilweise Wohnungsbesichtigungen von 50 bis 70 Leuten, die dann in einer 60 Quadratmeter Wohnung rumlaufen. Manchmal, wir hatten sogar Wohnungsbesichtigungen, da war nicht mal Licht an. Also es war dunkel abends. Dann sind so, keine Ahnung, 40 Leute mit ihrer Handylampe durch eine dunkle Wohnung gelaufen, um sich irgendwie 50 bis 60 Quadratmeter anzugucken. Aber okay, ist halt so, ne? Ich bin da nicht so. Ich nehme das halt so, wie es kommt. Ja, und ach, es ist auch irgendwie voll viel schief gelaufen. Am Anfang haben wir direkt fast eine richtig coole Wohnung von einer Zuschauerin bekommen. Da waren wir auf einer Wohnungsbesichtigung und ja, das Mädchen, das mir diese Wohnung gezeigt hat, kannte mich und dann hatten wir so einen kleinen Vorteil und sie hat unsere Unterlagen weitergesendet und dann hat der Eigentümer sich dann überlegt, dass er ja die Wohnung für Eigenbedarf oder sowas auf jeden Fall erstmal nicht vermieten will. Dann haben wir die Wohnung nicht bekommen und das war so schlimm für mich. Also ich bin eigentlich so ein voll krass rationaler Mensch. Wenn zum Beispiel irgendwas passiert, ein Unfall oder irgendwas Planmäßiges ist, so wie, keine Ahnung, man kriegt den Zug nicht, obwohl es voll den wichtigen Termin gibt. Ich bin da richtig rational, so okay. Das ist jetzt so. Ich kann das sofort annehmen. Das ist jetzt so. Jetzt brauchen wir eine Alternative. Oder dann geht's halt nicht. So bin ich eigentlich. Und bei der Wohnungsbesichtigung war das so krass. Das ist so ein emotionales Thema für mich gewesen, weil ich seit einem Jahr halt wusste, ich brauche eine Veränderung. Also seit wirklich 1 oder 1,5 Jahren, ey, ihr müsst mal Kevin fragen, rede ich nur darüber, wie geht es weiter mit dieser Wohnungssituation? Was haben wir für Optionen? Weil ich einfach gespürt habe, man spürt es ja manchmal, ne? Ich brauche jetzt eine Veränderung. Ja, deswegen war das so eine emotionale Sache für mich, dass ich total untypisch reagiert habe, als ich erfahren habe, dass wir diese Wohnung
doch nicht bekommen. Ich habe geheult, als ob jemand mit mir Schluss gemacht hätte. Das war so krass. Und ich habe auch zu Kevin gesagt, was ist denn los mit mir? Warum geht mir das so nah? Ja, jetzt im Nachhinein weiß ich einfach, ich wollte Veränderung, ich brauchte Veränderung und ich wollte sie jetzt, weil sie schon überfällig war. Das war nicht so, okay, so langsam merken wir, wir brauchen eine Veränderung und deswegen fangen wir jetzt mal so langsam an, Wohnungen zu suchen, sondern es war 11:55. Es ging dann immer so weiter. Es gab dann noch 2 oder 3 Wohnungen, wo wir wirklich kurz noch die letzten Unterlagen eingesandt haben und schon in Kontakt waren mit der Vermietung. Und dann haben sie sich doch für jemand anderen entschieden, weil es ist nun mal so, ich bin selbstständig und ich verdiene gut, aber ich verdiene nicht super krass. Also ich bin jetzt nicht irgendwie eine Selbstständige, die irgendwie 6.000 Euro im Monat verdient. Ich würde sagen, ich habe ein relativ durchschnittliches Gehalt für eine studierte Person in der Gehaltsklasse. Würde ich jetzt mal so sagen. Kann man das so sagen? Darf man das so sagen? Aber wenn du dann in Konkurrenz stehst zu Leuten, die genauso viel Gehalt haben wie du, aber nicht selbstständig sind, dann entscheiden sich Vermieter gerne mal für jemanden, der angestellt ist und gegen jemanden, der selbstständig ist. Das ist halt so. Da muss man halt ein bisschen länger suchen. Da bin ich auch gar nicht böse. Das ist auch gar nicht das Thema, wo ich weiche hier total ab. Auf jeden Fall, ja, es ging halt nicht schnell, sage ich jetzt mal so. Also hätten wir jetzt vielleicht direkt sofort eine Wohnung bekommen innerhalb der ersten 4 Wochen, dann wäre ich da einfach eingezogen und das wäre dann einfach der nächste Schritt gewesen. Aber es kam dann eine Situation, da bin ich morgens aufgewacht und habe aus dem Fenster geguckt. Und es war der erste Tag, wo die Sonne richtig krass geschienen hat. Das war ja vor 2 Wochen oder so, war das ja so, dass es so richtig krass kalt war. Diese -6 bis -10 Grad Geschichte. Und das waren aber ja auch zumindest in Berlin genau die Tage, wo die Sonne richtig krass geschienen hat. Den ersten Tag, wo es so richtig, richtig hell war, da bin ich morgens aufgewacht und die Sonne hat so reingeschienen. Und ich bin ja drin. Ich bin drin. In meiner Wohnung drin. Und da ist es ja nicht kalt, wie draußen. Das heißt, es hat sich angefühlt, als ob Frühling oder Sommer wäre, weil es so hell war. Und dann hatte ich hier ein Gefühl. Und das Gefühl hat gesagt, ich muss weg. Das geht immer so im Frühjahr los, im Frühjahr und Sommer. Ich bin so ein krasser Jahreszeitenmensch. Falls ihr euch für das Thema Jahreszeiten interessiert, es ist ein sehr großes Thema in meinem Leben, könnt ihr euch meine erste Podcast-Folge anhören. Die ist auf jeden Fall unten in der Infobox verlinkt. Da rede ich nur über Jahreszeiten. Ich bin voll der krasse Zyklusmensch, ja. Egal ob weiblicher Zyklus, Mondzyklus, Jahreszyklus. Es ist nämlich so gewesen, dass wir geplant haben, eine Wohnung zu suchen im Oktober. Und wir haben aber erst angefangen im Januar. Im Oktober, Herbst, Winter, man will sich einmummeln, man will ein Zuhause, dann kriege ich so ein heimisches Gefühl und ich wollte so eine eigene Höhle haben für mich, die ich gestalten kann, wo meine Kerzen sind, wo ich so meine Winterkekse backen, meine Weihnachtskekse backen kann, sowas wollte ich halt, ja. Ja, habe aber erst im Januar angefangen, wo dann halt 2 Monate später schon die Frühlingsaufbruchstimmung kam. Auf jeden Fall bin ich aufgewacht und dann haben Kevin und ich eine Entscheidung getroffen. Wir haben beschlossen, das WG-Zimmer zu kündigen. Hallo? Ich habe meine Stimme verloren. Entschuldigen, hat jemand meine Stimme gesehen? Es ist so sehr schwierig, das auszusprechen. Ab 1. April gibt es keine Wohnung, kein Zimmer, kein Nichts, was wir gemietet haben, wo wir zu Hause sind. Ist nur unser Zuhause, was in unserem Koffer ist, weil wir ab Mitte April losreisen. Wir lösen gerade das Zimmer auf, wir verkaufen gerade die Möbel und packen die restlichen Kisten und lagern die zwischen. Unser Leben passt in 6 Kisten. Nee, 7. In 7 Kisten ist unser Leben. Da ist alles drin, was uns gehört. Lagern das zwischen in so einer Halle. Also 3, 4 Pakete sind hier bei meinen Eltern. Und 2, 3 lagern wir jetzt zum Schluss noch in Berlin ein. Und dann geht es los. Es ist eine Entscheidung, die wir innerhalb von einem Tag getroffen haben und innerhalb von 14 Tagen umgesetzt haben. Wir haben diese Entscheidung getroffen, haben direkt am nächsten Tag angefangen auszusortieren, Kisten zu packen und zu planen. Also am 1. April ziehen wir aus, dann gehen wir zu meinen Eltern und zu Kevins, also noch so zur Familie, verbringen da noch ein bisschen Zeit. Und am 14. April geht unser Flug los. Unser One-Way-Flug. Wir haben nur den Hinflug gebucht. Keine Ahnung, was passiert. Wir haben nur die erste Woche gebucht und gucken dann einfach, was passiert. Wollen wir immer 2, 3 Wochen an einem Ort sein? Es ist auch das erste Mal, dass ich wirklich Arbeit mitnehme. Also es ist nicht so wie sonst, wenn ich Backpacken gehe. Ich arbeite vor, ich produziere vor und bin dann einfach 4 Wochen weg und alles läuft automatisch. Sondern wir gehen wirklich los und wohnen da, wo uns der Wind
hintreibt. Keine Ahnung, wie lange. Also es kann sein, dass wir nach ein, zwei Monaten wieder da sind. Also ich habe im Juni auch Termine in Deutschland. Ich muss im Juni sowieso wieder in Deutschland sein. Kann sein, dass wir dann einfach wieder da sind und dann Bock auf eine Wohnung haben. Es kann aber auch sein, dass das länger geht. Wir haben keine Ahnung. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mitkommen. Wenn ihr wissen wollt, was uns passiert, landen wir unter der Brücke, werden wir überfahren, frisst uns ein Rhinoceros. Das klingt so, als würden wir wohin reisen, wo es Rhinocerosse gibt. Das stimmt überhaupt nicht. Wir fliegen nur eine Stunde bis zum ersten Ziel. Aber ich verrate noch nicht, wohin es geht. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, verlinke ich euch hier und unten in der Infobox unseren Reisekanal. Da geht es ab April los. Vielleicht wird es eine Inspiration für euch sein. Vielleicht sagt ihr, oh mein Gott, das wäre mir viel zu anstrengend, aber es ist gute Unterhaltung. Ich ziehe mir abends rein, was Kevin und Jaco da immer machen, was bei denen geht, leben die noch, wurden die von einem Fisch gefressen. Auf Instagram nehmen wir euch natürlich auch mit, falls ihr da dabei sein wollt. Da werde ich jetzt wahrscheinlich die nächsten Tage auch immer so ein bisschen updaten, was geht, wie ist die Planung, wie sieht's aus. Es ist sehr aufregend gerade, auch das Aussortieren und das Kistenpacken, das ist so... Es ruft sehr viele Verlustängste in mir auf. Also ich fühle mich manchmal so gestört, Leute, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wenn ich manchmal Klamotten wegpacke, dann fühle ich mich schlecht. Also es ist so, als würde ich ein Stück Identität abgeben, weil ich diesen Pulli in diese Kiste packe, weil ich eher unterwegs einfach Ballast wäre. Und ich packe ihn ja nur in eine Kiste, Mann. Ich kann ihn, sobald ich wieder da bin, wieder auspacken. Er gehört ja immer noch mir, aber es ist so... Als würde ich das, was ich in diesem Pulli bin, wegpacken. Dadurch merke ich erstmal, wie krass ich mich auch über Dinge identifiziere. Super heftig, auch gerade so über Klamotten. Ja, ich lerne auf jeden Fall gerade sehr viel über mich. Ich werde mutiger. You can't stop me. Ich habe mir gestern die Finger von Kevin tätowieren lassen. Ich habe irgendwie in letzter Zeit auf Instagram so viele Leute gestalkt, die so Fingertattoos haben, dass ich bin sowas von on fire. Hier, da, zwei Punkte. Ihr denkt jetzt, das ist klein, das ist doch nicht mutig. Für mich ist das mutig. I'm on the road. Ich bin ja gar nicht scharf. Und ihr braucht euch keine Sorgen machen. Jaco, Wusch und mein Podcast gehen weiter wie bisher. Also es wird weiter Serienvideos wegen, es gibt weiter Empfehlungen von mir geben, es wird weiter Videos mit Kevin geben, es wird Kochstunden von unterwegs geben, vielleicht international. Und es wird natürlich auch weiter Podcast-Folgen geben. Ich verlinke euch das alles unten. Mein Instagram, mein Podcast, den Reisekanal. Ihr findet da alles, wenn ihr dabei sein wollt. Ja. Ich bedanke mich bei euch dafür, dass ihr so lange dran geblieben seid. Ihr seid süß, ihr seid klein. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Das ist schön. Macht's gut.